Hey Freunde, herzlich willkommen zu den Star Wars Battlefront 2 News. Heute gibt es wichtige Infos zu dem kommenden Hotfix, darunter erfahren wir ebenfalls, was mit dem Imperator geschehen wird. Seit dem letzten Patch für Battlefront 2 gab es nicht nur die guten Neuerungen, wie zum Beispiel die täglichen 3 Herausforderungen, mit denen wir die Möglichkeit haben, jetzt 1500 statt nur 1000 Credits am Tag durch Herausforderungen zu erhalten. Das neue Blockieren der Lichtschwerthelden ist in diesem Fall ein neues, großes Musterbeispiel. Sobald man nämlich die Blockieren-Taste drückt, verliert man direkt einen schon großen Anteil seiner Ausdauer, was im Umkehrschluss dazu führt, dass wir nicht mehr wirklich lange gegen normale Infanterieschüsse blockieren können. Das hat diese also im galaktischen Angriff um einiges schwächer gemacht. Trotzdem ist es ein insgesamt besseres System für Helden vs. Schurken oder Helden-Showdown, wie wir der Meinung sind, und DICE auch. So werden mit dem kommenden Patch die Anfangsblockkosten reduziert, bei Kylo Ren spezifisch von 60 auf nur 15. Ein starker Nerf für die Blockkosten, was sich aber sehr gut im Spiel machen wird. Falls ihr am PC Battlefront 2 spielt und euer Ping sich einfach nicht stabilisiert, müsst ihr zumindest bis zum nächsten Patch einfach in-game eure Internetverbindung kappen und dann neu verbinden. Damit sollte sich nämlich euer Ping normalisieren und mit dem naheliegendsten Server, in diesem Fall Mitteleuropa, verbinden. Der Imperator. Ja, wenn ihr am ersten Tag nach dem Patch den guten alten Senat noch spielen konntet, wisst ihr sicherlich, wie unglaublich stark er war. Das hatte wohl mit zahlreichen Problemen zu tun, weshalb man sich für den sogenannten Killswitch von der Serverseite aus entschied. Aber wir können aufatmen. Mit dem kommenden Hotfix soll er wieder Einzug ins Spiel erlangen, womit der Killswitch rückgängig gemacht wird. Statt Jetpack Cargo wird ebenfalls Ewok-Jagd wieder zurückkehren. Hier gab es das Problem, dass die Sturmtruppler nicht mehr in das Rettungsshuttle einsteigen konnten, was schönerweise gefixt wird und wir wieder ein wenig mehr Horror in Battlefront 2 erleben können. Um wirklich sicherzustellen, dass alle größeren und kleineren Probleme gefixt werden, wie zum Beispiel auch der Bug mit Darth Vader und dessen Würgegriff, gibt es noch kein Datum für diesen Patch. Wir werden euch aber garantiert auf dem Laufenden halten und deswegen vergesst nicht zu abonnieren. Als letzter bekannter größerer Bug wird im Patch für den neuen Helden Sternenjäger-Modus das Wackeln beim Anvisieren durch einen Gegner gefixt. Was im allerletzten Moment vor Admiral Akbars Tod in Star Wars Die letzten Jedi geschah, erfahrt ihr in unserem spannenden Star Wars Wissen Video. Einfach gleich den Link benutzen oder ihr wollt mehr zum Patch erfahren und was sich alles verbessert hat, dann das letzte News-Video anklicken. Jetzt noch schnell einen Daumen nach oben da lassen, das Wochenende genießen und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Eure 212.